Drauf, hier in der Sonne zu filmen. Okay. Hey Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Kat und ich waren heute Morgen schon frühstücken und waren heute Morgen relativ früh unterwegs, haben ein paar Termine erledigt und wisst ihr, was mich richtig ankotzt gerade? Also ich habe ja einen neuen Teppich und mir ist jetzt schon die letzten Tage aufgefallen, dass der voll fusselt. Ich dachte, am Anfang lag es nur daran, weil er halt neu ist und ich muss den erstmal so richtig absaugen, damit die Fussel nicht mehr rauskommen. Aber der fusselt einfach die ganze Zeit. Dum, dum. Richtig nervig. Alter, wie er da liegt. Ja, ich habe den jetzt mal so ein bisschen, weißt du, wenn ich jetzt so ein bisschen so drüber gehe, das ist übrigens so eine Fusselbürste eigentlich für Katzenhaare, für Polstermöbel. Aber wenn ich da noch drüber gehe, guck mal, wie das fusselt. Gell? Nein, die Sonne guckt mir genießen. Gell? Stop, stop it. Auf jeden Fall richtig nervig. Wie sein Fett so runterhängt. Der Arme. Wieder einfach chill. Das sieht aus, als wäre seine Wirbelsäule gebrochen. Der stinkt. Du stinkst. Schaut mal. Der ganze Inhalt hier ist einfach von meinem Teppich. Also, das ist schon krass. Ich habe vorhin Eliana von der Kita abgeholt und musste sie erstmal komplett baden und ihre ganzen Sachen waschen, weil die irgendwie komplett voll mit Matsch war. Die Sachen habe ich erstmal gewaschen, die trocknen jetzt gerade hier. Ihr Schneeanzug und Matschhose und Jacke. Und Eliana war jetzt gerade auch in der Badewanne. Jetzt gehen wir einkaufen, gell? Gehen wir einkaufen? Ja. Ah, kommst du mit? Ich will keine Katze. Schade. Eliana hat keine Lust, einkaufen zu gehen. Okay? Ja, ich frage erstmal Tante Kat, ob es okay ist. Eliana hat keine Lust, einkaufen zu gehen, deswegen frage ich Kat, ob sie kurz aufpassen kann. 11, 12, 13. Hi. Guck mal, Eliana, wer es da ist. Wer ist er? Hier. Wie sie so rumgeguckt hat, wo? Wir sind gerade am Buchen. Ah, ihr seid schon im Buchungsprozess. Ja, deswegen wollten wir dich anrufen und wollt mit dir zusammen buchen. Okay, dann komm. Ja. Hast du schon erzählt? Nee, noch nicht. Es gibt News! Wir fliegen nach Coachella! Hallo? Yeah. Diese Begeisterung. Yeah. Da ist Janik. Heute kam der Post. Also ja. heute wurde das Line-Up veröffentlicht. Die Hauptacts sind einfach Harry Styles, Billie Eilish und Ye. Und wir so, wer ist Ye? Indie-Band oder so. Oder Kanye West. Wir haben einfach voll. Voll nicht gecheckt, dass dass Kanye West sich ja umbenannt hat. Letztes Jahr oder so. Ja, ich find's so krass. Oder generell, also Daniel Caesar wird da sein, Doja Cat, Megan Thee Stallion. Also das Line-Up ist so, so geil. Und wir haben ja unsere Tickets schon seit 2020. Zwei Jahre haben wir jetzt auf diesen Moment gewartet. Und dieses Jahr ist es einfach so weit. Wir fliegen nach Coachella nach zwei Jahren. Wir freuen uns so krass. Ein Kat hat einen neuen Stuhl. Ja, Onkel JJ stinkt. Was? Onkel JJ stinkt. Der ist Kacker, ein Kackhaufen ist er. Und jetzt, wird's buchen, ernst. Ja. Wir buchen jetzt die Hotels und dann halt auch die Flüge. Da die Katze. Ja, und danach gehe ich einkaufen. Eliana, machst du wieder Sauerei oder was?
Eliana, du machst ganz viel, Alter, du bist ganz nass jetzt. Das trocknet, oder? Ja, aber... Wir sind jetzt gerade schon die ganze Zeit am Buchen. Kat und Janek haben jetzt aus Versehen... Hier, dein Tee, die ganze Zeit. Dankeschön. Haben jetzt gerade... Ja, oh, verschüttet. Heiß, heiß! Das ist kaputt. Okay. Kim? Christine, ich auch mehr. Also, Kat, was sie sagen wollte. Noch zwei Tee. Eliana. Noch einen für dich. Danke. Oh, sorry. Okay. Jetzt rede ich. Halt, stopp, jetzt rede ich. Janik und Kat haben gerade schon ein Zimmer gebucht, also ein Hotel. Aber wir haben dann erst später gemerkt, als ich da buchen wollte, dass das Hotel ab 21 ist. Und wir haben drei Kinder dabei. Deswegen müssen wir nochmal neu schauen. Aber das zum Glück sind die Hotels cool. Kostenlos stornierbar. Voll teuer, ey. Während Coachella gehen die Preise hoch. Wir wollen halt ein schönes Hotel, aber auch familienfreundlich, aber auch nicht so viel zahlen. Gibst du was? 488? Nee, ist ja scheiße aus. Dara, hey Boots, komm schon Dara. Dara. Alle Hotels, die richtig geil aussehen, sind echt für Kinder nicht erlaubt. Ich verstehe es nicht. Aber Hunde, weißt du, wie ich meine? Ja. So, Hunde sind erlaubt, aber Kinder nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist genau das Gleiche. Wir sagen einfach, hat sie nicht gesagt. Wir sagen einfach, Eliana ist ein Hund. Wir machen sie so alle rein und die sollen mal so krabbeln. Ja, mach mal wo. Also Malia ist echt ein Hund. Die krabbelt dann so. Ey, ich stelle vor, wir kommen dann wirklich so unsere Kinder so als Hunde verkleidet. Und die sagen so, ja, ist ein Kinder nicht erlaubt. Wir ja, Hunde aber dabei. Aber Hunde. Wow. Oh Mann, ey, Ace Hotel. Das waren alle meine Entchen. Mhm. Crazy. Man sieht dich gar nicht. Ich bin so richtig im Dunkeln. Oh mein Gott! Wir haben gebucht! Eliana, wir haben gebucht! Ich mache für euch Essen. Okay. Okay. Wir haben einfach unsere Unterkunft zumindest gebucht. Also ich habe die Unterkunft jetzt gebucht und Paddy ist jetzt gerade auch dabei. Jetzt ist gerade alles so spannend. Wir hatten ja letztes Jahr hatten wir ja eine... Was ist passiert? Ich wollte mich so anlehnen, aber hätte schon aufgehört. Letztes Jahr hatten wir eine Airbnb alle zusammen. Das ist dieses Jahr leider etwas schwieriger, weil es ist eigentlich alles schon ausgebucht, beziehungsweise es ist alles viel zu teuer. Also da fangen die... Du bekommst zwar noch eins. Okay. Also die Airbnbs fangen bei, keine Ahnung, 4000 die Nacht an, also richtig teuer. Und deswegen haben wir gedacht, okay, vielleicht buchen wir dieses Jahr einfach ein Hotel. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich bin so aufgeregt, oh mein Gott. Eliana, passt bitte auf, okay? Ja. Für dich, Tante Kat. Stell sie hin. Ja, und zwar, ja, das Einzige, was wir jetzt noch buchen müssen, sind die Flüge. Ich bin echt excited. Wo ist dein anderes, hä? Hier sind zwei. Und wo ist dein anderes? Ja, ich habe nur zwei bekommen. Und wo ist dein anderes? Hier. Und wo ist dein anderes? Hast du zwei gegeben? Eins, zwei. Oh. Oh, hi. Schon lange nicht mehr gesehen. Komm, setz dich hin. Ich hoffe, du hast Hunger. Hast du Hunger? Das freut mich. Schön, was gibt's denn heute, Schatz? Du musst doch mit unseren Gästen sprechen. Den Uncut-Zuschauer. Was gibt es denn heute? Er stört mich ein bisschen. Achso, wir stören dich. Ignoriere sie einfach. Es sind Kartoffeln und Hähnchen.
sonst, wie geht's dir in letzter Zeit? Nicht so gut. Oh, warum denn? Oh Leute, ich sehe so fertig aus. Aber heute war gefühlt so ein anstrengender Tag. Also wir sind immer noch dabei bis 22 Uhr. Alles zu buchen, weil das ist irgendwie so eine riesige Reise. Und mit mehreren Stops, mit mehreren Personen. Und es ist echt immer eine Herausforderung für so viele Leute, was zu buchen. Vor allem, es gibt immer einen, der so sich immer um diese Organisation kümmert und so weiter. Also Coachella war uns am wichtigsten, also dass wir da in Palm Springs alle safe sind, weil wirklich heute wurde das Line-Up veröffentlicht von Coachella und so ein Hotel nach dem anderen so ausgebucht. Deswegen haben wir echt noch Glück gehabt und deswegen mussten wir uns auch voll beeilen und haben voll Druck gemacht. Das wäre halt voll schade, weil wir einfach schon Karten haben von vor 2 Jahren. Ich hoffe, das klappt auch alles mit den Karten und dass die halt noch gültig sind und dass die uns zugeschickt werden, weil sonst wäre es so richtig fail. Und jetzt sind wir gerade dabei, also unsere Route, die wir geplant haben, ist quasi, wir landen in Los Angeles, bleiben dort eine ganze Woche, fahren dann mit dem Auto von Los Angeles nach Palm Springs runter zum Coachella Festival, bleiben da auch eine ganze Woche, ja, auch eine ganze Woche. Und dann fahren wir von Palm Springs weiter nach Las Vegas, also man macht, glaube ich, so einen kleinen Roadtrip. Bleiben dann 3 Tage in Las Vegas und fliegen von Las Vegas dann wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt haben wir Coachella und Las Vegas haben wir jetzt auch gesaved. Das war aber eigentlich easy. Und ab Palm Springs teilen wir uns alle auf. Und der Rest fliegt eben wieder zurück nach Hause. Die anderen fahren halt wieder zurück nach LA und so weiter. Also deswegen war es eigentlich echt entspannt, jetzt Las Vegas zu buchen. Und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einer Unterkunft in L.A. Bisher war es jetzt immer so, wir haben jetzt nur Hotels gebucht. Also in Palm Springs haben wir ein Hotel und in Las Vegas. Und jetzt sind wir in L.A. auf der Suche nach einer Airbnb. Und da müssen wir erstmal rausfinden, in welcher Gegend wollen wir sein. L.A. ist ja riesig. Es gibt halt so Santa Monica, also am Venice Beach, was halt schon ein ganz anderer Vibe ist. Oder man bleibt halt so in der City, ist so in Beverly Hills unterwegs oder in West Hollywood. Aber es ist voll schwierig irgendwie, weil es gibt so viele geile Unterkünfte. Aber ich glaube, wir haben schon so einen Favoriten in Beverly Hills, was auch preislich richtig günstig ist, finde ich, im Vergleich jetzt zu dem, was ich hier alles sehe. Bin wieder zu Hause und oh mein Gott, wir haben alles gebucht. Wir haben die Flüge gebucht, wir haben die Unterkünfte gebucht, die wir brauchen. Unsere Tickets haben wir noch von 2020. Wir hoffen, dass nichts mehr dazwischen kommt, dass alles klappt, wie wir uns vorgestellt haben, dass irgendwie kein Travel Ban oder sowas kommen wird. Wir sind jetzt einfach mal optimistisch. Es steht sehr, sehr viel Geld im Spiel. Ich glaube, das wird so ein Highlight dieses Jahr einfach, weil so nice Künstler auftreten. Freue mich schon mega. Eliana ist im Bett, obviously. Juli ist auch gerade auf der Couch eingeschlafen. Und ich sage jetzt dann auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.